Liebe Geschwister im Islam, Deutschland ist, wie ihr gehört habt, im Halbfinale rausgeschmissen. Und eine Person, die jetzt in den Medien sehr, sehr stark, insbesondere in Frankreich, im Mittelpunkt steht, ist Antoine Griezmann oder auf Deutsch Anton Griezmann, ja, je nachdem, wie man es ausspricht. Und wie ihr wisst, ich versuche immer so ein bisschen die Realität mit dem Islam zu verbinden, um uns dadurch zu motivieren. Dieser Antoine Griezmann, das ist jetzt sozusagen der große Star der Fußball-EM. Und wie ihr wisst, ist die Fußball-EM oder Fußball im Allgemeinen für manche Leute fast wie ein Gott. Ist für sie das Wichtigste im Leben. Die weinen, wenn die eigene Mannschaft verliert. Die tun alles für ihre Mannschaft. Ja, also es geht schon praktisch über sportliche Begeisterung bei manchen Personen hinaus. Und deswegen kann man sich natürlich vorstellen, dass diese Person, dieser Antoine Griezmann, insbesondere jetzt in Frankreich extrem verehrt wird. Das ist der neue Superstar. Er hat schon 6 Tore geschossen. Er wird höchstwahrscheinlich der Torschützenkönig der Fußball-EM. Ja, und man wird dann in 20, 30 Jahren immer noch über ihn reden. Nach 100 Jahren wird er dann einfach ein Verzeichnis sein oder ein Name in einer Liste. Aber wahrscheinlich wird man in 20, 30 Jahren noch von ihm reden, so wie man über Michel Platini redet oder wie sie über sie, den sie dann redet. Und Allah weiß es am besten. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, was möchte ich hier für eine Lehre rausziehen für uns? Wir sehen oft in der muslimischen Welt, wir Muslime lamentieren, sagen, guck mal, wie schlecht es uns geht, schau dir die Lage der Umma an, ja, wir sind so schwach, es gibt das Problem hier und das Problem da und das Problem da. Eigentlich gibt es in jedem muslimischen Land Probleme, in jedem Haushalt Probleme und da fangen die Probleme auch an. Aber wenn man dann über eine Lösung redet, dann sieht man zwei extreme, in den meisten Fällen zwei extreme Wege. Der eine Weg ist der Weg von: Ach, da können wir sowieso nichts machen. Ja, wir sind zu schwach. Irgendwann kommt der Mehdi und dann wird das Problem geklärt. Das andere Extrem ist, dass man irgendwie versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Terroranschläge macht etc. Dinge macht, die gegen den Islam sind. Ja, man muss ja was tun, man muss ja was verändern. Ja, man muss das Richtige tun, das Richtige verändern. Man geht doch nicht in den Wald und springt dann von der Eiche runter mit einem Köpper und sagt dann, ja, ich habe ja was getan. So, muss das Richtige tun. Und hier sieht man eine Sunna Kaunia, das heißt eine weltliche Gesetzmäßigkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat für Leute, die Erfolg haben wollen. In der Person von Antoine Griezmann. Und zwar, mit 14 Jahren ist er zu mehreren Erstliga-Clubs oder Profi-Clubs in Frankreich gegangen und wollte dort angenommen werden, um in der Jugend zu spielen. Man hat ihn abgelehnt. Man hat ihn abgelehnt, hat gesagt, du hast zu wenig Talent. Mit dir können wir nicht anfangen. Man muss sich vorstellen, was das für einen Jugendlichen, ich war Leistungssportler, was das für eine, wie deprimierend das ist, wie demotivierend das ist, dass Scouts von Profi-Clubs zu dir sagen, mit dir können wir nichts anfangen. Spiel ein bisschen in der Dorfmannschaft weiter. Ja? Aber er hat weiter an sich geglaubt. Das ist der Schritt Nummer 1. Man muss daran glauben, dass man es schaffen kann. Das heißt, wenn du etwas für die Umma verändern willst, du musst daran glauben, dass du es schaffen kannst. Und hier kommt natürlich noch was ganz anderes dazu. Wenn wir was für die Umma machen wollen, für den Islam machen wollen, haben wir die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Es ist unsere Pflicht, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Und deswegen kann ich nicht begreifen, wie es in ganzen Ländern diese Verzweiflungsmentalität, diese Loser-Mentalität im Namen des Islams verbreitet wird. Wir können nicht, wir sind zu schwach. Ach ja, wir können nicht. Und die Juden und die so und so. Und wo hat man diesen Schwachsinn her? Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, ist unsere Pflicht, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Fußball. Hier. Was war mit ihm? Das heißt, man hat ihm praktisch gesagt, geh mal nach Hause. Er hat weitergemacht und jetzt kommt auf einmal das Krasse. Da kommt ein Scout aus Spanien, zufälligerweise, also Qadarullah, ja, also der war ungeplant zu einem Turnier, sieht ihn und sagt, komm mit,
nach Spanien in unser Fußballinternat. Und dann trainierst du dort. Was ist? Er ist 14 Jahre alt. Hier, alle 14-Jährigen sollten sich jetzt mal überlegen, was sie für ihre Religion getan haben. Hier, er hat jetzt ein Lob, ein Lohn im Dienst, dass ihn alle verehren. Was ist, wenn am jüngsten Tag die Engel zu dir kommen werden? Was ist, wenn am jüngsten Tag du mit den Sahabern sitzen kannst? Du 14-Jähriger, stell dir diese Frage. Wo bist du hingegangen? Antoine Griezmann, der geht wohin? Der geht nach Spanien. Das heißt, 100 oder 1000 Kilometer, ich weiß nicht genau, wie weit das jetzt entfernt war, 100 oder 1000 Kilometer weit weg, um von seinen Eltern wegzuleben, in einem Land, wo er die Sprache nicht kann, um dort jeden Tag zu trainieren wie ein Wilder. Und was passiert am Ende? Am Ende kommt der Erfolg. Vor 2 Jahren, 2014, kannte ihn noch keiner. Ja, da hat er noch bei einem, dann wurde er von Atletico Madrid erkannt und auf einmal hat er sich entwickelt. Da sehen wir wieder, welcher Schritt kommt zum Erfolg. Erstens, glaube, dass man was schaffen kann. Zweitens, etwas opfern. Er kann übrigens, man sagt, Spanisch jetzt besser als Französisch, weil er die ganze Zeit schon in Spanien lebt. Er kann Spanisch und Katalanisch. Ja, er ist also dahin gegangen für Fußball und erstmal dieser Rückschläge hinnehmen und dann am Ende kommt der Erfolg. Deswegen, wenn du 14 bist, stell dir die Frage, was kann ich für den Islam tun? Was kann ich lernen? Welchen Beruf kann ich lernen, um den Muslimen zu helfen? Und wenn du etwas für Allah tust, dann hast du nicht die Klatscher im Diesseits, da hast du nicht den Lob im Diesseits, da hast du den Lob im Jenseits. Und der Lob im Jenseits, der dauert nicht 20, 30, 40, 50, der Lob im Jenseits dauert nicht 20, 30, 40, 50 Jahre. Der ist für die Ewigkeit. Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Tretet in einen Frieden. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Dort gibt es für sie, was sie wollen, bei uns gibt es noch mehr. Deswegen, welcher 14-Jährige ist bereit, zum Beispiel in sein Heimatland zu gehen, nach Marokko, und dort in eine Schule zu gehen, den Islam zu lernen von morgens bis abends, Koran auswendig zu lernen, Kutub Sitta auswendig zu lernen. Hier, Antoine Griezmann war mit 14 Jahren dazu bereit. Wer ist bereit, in der Schule etwas zu machen, selbst wenn er vielleicht jetzt auf der Hauptschule ist, zu sagen, ich kann das trotzdem schaffen. Ich arbeite jetzt hier, bis ich das Abitur bekomme, damit ich dann, wenn ich Abitur habe, später in Medina oder in Mekka studieren kann. Wer ist bereit dazu? Antoine Griezmann, obwohl man ihm so eine Faust gegeben hat und gesagt hat, hier, dich können wir nicht gebrauchen. Das ist wie ein Jugendlicher, der nach der 4. Klasse auf die Hauptschule geht. Ja, hier, du kannst sowieso nichts erreichen. Hat er sich weiter durchgearbeitet und was ist er heute? Einer der größten Fußballstars der Welt. Steht jetzt in der Zeitung, wahrscheinlich der nächste Weltfußballer nach Ronaldo und Messi. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Enthusiasmus für diese Arbeit geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala Antoine Griezmann und die ganze französische Nationalmannschaft und die portugiesische Nationalmannschaft alle recht leiten zum Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.